Ja, wir sind verabredet mit dem besten, na auf jeden Fall mit dem stabilsten deutschen Springer, mit Richard Freitag. Und unabhängig von Planitzer, das Saisonfazit gemischt, durchwachsen oder richtig positiv? Durchwachsen oder beziehungsweise gemischt, aber Richtung wirklich positiv, muss ich wirklich sagen. Richard, es ist ja für Außenstehende nicht so einfach und man interpretiert dann manchmal Sachen rein, die vielleicht gar nicht existieren, die vielleicht aber doch existieren, aber im Unterbewusstsein. Worauf spiele ich an? Tournee Innsbruck, der Sturz. Du warst auf Augenhöhe mit Kamil Stoch. Und dann dieses Aussetzen, dieses gezwungenermaßen Passen. Und dann die Rückkehr, ausgerechnet beim Skifliegen. Das haben viele nicht begriffen und trotzdem, der Freitag war so stark. Dennoch die Frage, kann das sein, dass es einen leichten Knick gegeben hat durch den Sturz? Es lässt sich schwer sagen. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Vielleicht wäre es sonst auch gekommen. Das sind alles Fragen, die man ja nicht wirklich beantworten kann. Also ich glaube, keiner kann das. Aber klar, es ist einfach ein Schnitt, sage ich mal, in der Saison, auch vom Herangehen. Du verlierst ein paar Punkte im Gesamtweltcup, relativ zügig dadurch. Und dann fehlt natürlich ein bisschen was und du bist ein bisschen aus dem Rhythmus. Aber ich konnte eigentlich die Zeit wirklich überbrücken, mich da vorbereiten auf die Skiflug-WM. Und von dem her war das wirklich in Ordnung. Im Gesamtweltcup Zweiter, Stoch war einfach nicht zu schlagen. Nee, also was der Kamil dieses Jahr erleben durfte, glaube ich, da zieht jeder zum einen Hut. Aber man freut sich auch mit. Irgendwann hat man dann den Punkt überwunden, wo man wirklich sagt, hey, das gibt's ja nicht. Sondern dann sagt man einfach, das ist unglaublich. Und ich glaube, auf so eine Phase, das schaut sich jeder Sportler nur mit großen Augen trotz alledem an, weil man weiß, was alles dazugehört. Und gerade im Skispringen ist es eben so, ja, es kann auch so schnell gehen, wo es nicht mehr funktioniert. Und das hat er einfach durchgezogen und ja, Respekt. Ritsch, kann man das auf den Punkt bringen? Wir führen ja auch diese Gespräche, diese Interviews immer im Interesse der Zuschauer, dass sie auch verstehen, worüber wir reden. Ich verstehe es ja sowieso auch nicht. Ne? Ich rede mit dir, ich tue so, als wenn ich es verstehe, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Was hat Kamil Stoch im Moment, was Richard nicht hat? Also, ich würde sagen, er hat eine ganz, ganz klare Vorstellung und die ist auch sehr, sehr stabil, was er auf der Schanze zu tun hat, dass es funktioniert. Die hast du doch aber auch. Ja, aber ich habe vielleicht eine, die noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Das ist es einfach, was es dann ausmacht und was die Systeme zusammenlaufen lässt. Und sowohl Absprung-Übergangsverhalten als auch Flug, Landung ist bei ihm einfach. Ich weiß nicht, was man da so groß sagen kann. Von dem her, das ist, passt von hinten bis vorne. Ja, ja. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich bin auch beeindruckt von deinem Familienleben, von dem Zusammenhalten. Ich habe gestern mit deiner Mama lange zusammengesessen und gesprochen. Und die hat zu mir einen Satz gesagt, der Richard ist nach Oberstdorf gegangen, damit die Schwester, die Selina, nicht so alleine ist. Ja, es hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt und das Komische ist, jetzt in der Saison sehen wir uns ganz, ganz selten. Wir haben uns jetzt vor, ich glaube Montag, Dienstag haben wir uns mal kurz gesehen und es war auch für sie ein Schritt, sage ich mal, gerade mit der Internatswechsel, neue Leute kennenlernen. Neue Schule, es ist einfach ein Riesenschritt, aber sie wollte es, beziehungsweise will es, den Sport weitermachen. Sie springt ja jetzt in Oberstdorf, ne? In der nationalen Gruppe. Ne? Ja. Ja, richtig. Ja. Ja. Die Quali müsste auch heute sein, irgendwie. Ne? 13 Uhr, irgendwie ja. So mittagsrum. Ihr tauscht euch auch immer ein bisschen aus. Ne? Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir tagtäglich schreiben und uns die Ohren gegenseitig voll verlabern, aber es ist schon so, dass wir Kontakt haben und eben uns auch freuen, wenn wir uns sehen in Oberstdorf. Vielleicht eine etwas sensible Frage, aber trotzdem. Die Selina ist in der Schule nicht ganz glücklich. Also so
aufeinander gebracht. So, ihr Sachsen, ihr seid ja nicht ganz so helle wie wir Bayern. Ja? Und das ist natürlich nicht in Ordnung, damit hat sie auch zu kämpfen. Erstens stimmt's nicht, das ist völliger Quatsch, aber das ist natürlich auch für das Gemüt nicht so richtig gut. Ja, es nagt einfach irgendwo an den Nerven dann. Ne? Also man versucht sich auf den Sport zu konzentrieren und dann, wenn es dann nicht ganz so läuft in der Schule, wird es eben umso schwerer. Aber es ist gerade das erste Jahr und wir haben dann wirklich alle gesagt, hey, da musst du jetzt einfach da durchbeißen. Ja. Und ja. Das ist so schwer, wie es ist, aber musst dir alles dran setzen, dass du einfach das ganz normal durchziehst. Mhm. Und ich denke bzw. hoffe auch, dass sich das mit der Zeit auch wieder kippt. Das sind alles andere Abläufe, also sowohl Schulzeiten als auch Trainingszeiten und Trainingsmöglichkeiten sind eben doch ein bisschen verschoben jetzt gegenüber dem, was ich kannte oder was ich auch damals kennenlernen durfte in Oberwiesenthal. Da waren auch die Wege zum einen viel kürzer und du sparst dir eben einen Haufen Zeit, die du auch, trotz alledem brauchst du auch mal Freizeit, du musst ja auch den Kopf mal ausschalten. Mhm. Und es sind eben so enge Zeiten gestrickt jetzt bei ihr, was ich sehe, das ist schon wirklich eine Heidenaufgabe und irgendwann ist der berühmte Topf, wo man die ganzen Informationen reinsteckt, auch mal voll und das hat sie eben gemerkt. Da muss er sich durchbeißen, das macht sie eigentlich ganz gut und dann, ich denke, im nächsten Jahr wird es sowieso besser. Apropos durchbeißen, wenn du jetzt ein Fazit ziehst, dein Wechsel nach Oberstdorf hat sich absolut gelohnt? Ja, doch. Also jetzt klar kann man sagen, rein sportlich auch, aber da bin ich mir, ja, wer weiß das schon, ob es jetzt in Oberwiesenthal auch so funktioniert hätte. Ich bin da eigentlich auch guter Dinge, weil die Betreuung war auch top. Das kann ich nicht anzweifeln, aber schon alleine durch die Wege spart man sich eben wieder ein bisschen Zeit und ja, kann auch zwischendurch ein bisschen besser abschalten. Aber auch so, also viele neue Leute kennengelernt und ich finde das immer wirklich toll, wenn man einfach auch mal neue Leute kennenlernt und zu den Alten trotz alledem Kontakt halten kann. Und ja. Ja, Richard, im Haushalt hilft manchmal auch ein Tapetenwechsel und warum soll das beim Spitzenathleten nicht auch der Fall sein? Es sind neue Reize, neue Umgebung, entweder es geht schief oder es geht gut. Es gibt immer nur zwei Varianten. So ist es ja. War so ein bisschen no risk, no fun und drauf los und ja, ich bin da eh nicht so riesen davon abgeneigt. Der einzige Schritt war wirklich, das haben wir aber schon mehrfach besprochen, dass einfach die Heimat ist trotzdem meine Heimat, Erzgebirge. Na aber. Und deswegen fiel mir es auch relativ schwer, das zu sagen. Aber grundsätzlich jetzt rein drauf los und was Neues kennenlernen, da bin ich jetzt nicht so verhalten. Richard, ich, die Zuschauer, ich weiß, du bist sehr, sehr populär und die Interviews mit dir, die werden am häufigsten angeklickt. Also das ist auch eine Wertschätzung und die Leute fiebern mit dir mit. Und ich wünsche dir die Beständigkeit, die ab und zu aufblitzt. Und Richard Freitag ist nach wie vor einer der weltbesten Springer. Sie brauchen nur in die Ergebnislisten zu schauen, dann wissen Sie Bescheid. Okay, danke, Richard. Vielen Dank, schönen Tag.